Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Ein zweiter Anlauf live zu gehen. Und ich bin sehr gespannt. Ja, jetzt bin ich tatsächlich live. Es hat geklappt, denn eben wollte es nicht live gehen. Und ich sehe gerade, ich mache das mal weg. Ich habe immer noch den fixierten Kommentar vom Sterntaler-Kurs hier drin. Das werde ich demnächst mal ändern. Es gibt so viel anderes Tolles bei mir, was du auch haben kannst. Der Sterntaler-Kurs, der ist jetzt tatsächlich vorbei. Es war großartig. Ihr habt so viel übers Geld kreieren im Horoskop gelernt. Ganz toll. Und die Ausbildung zur großen Astrologin startet am Montag. Und du kannst noch dabei sein. Melde dich bei mir. Ja, dann wirst du Astrologin, dann hast du deinen Traumberuf Astrologin verwirklicht. Ja, dazu werde ich demnächst auch noch mal ein Video machen zum Thema Traumberuf verwirklichen, weil mir vor kurzem erst bewusst wurde, meine Güte, wie weit war das eigentlich von mir weg, als ich 14, 15, 16 Jahre alt war? Entschuldigung. Wie weit war es von mir weg zu denken, ich werde Astrologin? Was hätten meine Eltern gesagt? Ja, das ist nur was für Hochwohlgeborene, für andere, für Erfolgreiche, für Menschen mit mehr Glück im Leben. Nichts für dich. Du machst lieber was Vernünftiges. Ja, und heute bin ich ja mittlerweile schon so viele Jahre Astrologin und habe mir ein wunderbares Leben mit meiner Selbstständigkeit kreiert. Also es geht. Das habe ich damals nicht gewusst. Und ich hätte es gerne gewusst. Ja, und du kannst das auch haben. Lass dich ausbilden und starte mit deinem großartigen Business. Es ist so herrlich. Aber heute möchte ich über ein anderes Thema mit dir sprechen. Ein Thema, das dein Leben verändern wird. Framing. Was ist Framing? Framing bedeutet oder besagt, sowas wie in Schubladen denken. Etwas, eine Bezeichnung oder Eigenschaften verteilen. Ja, das ist das und das und das ist so und so. Ist eine Schublade. Ja, oder ein Frame. Ein Frame ist etwas, wo man drin sein kann oder wo man etwas hineintun kann. Und wie sehr denkst du in Frames? Und jetzt wirst du vielleicht gleich sagen, Moment, mein Denken ist ja schon total advanced, also fortgeschritten. Ich habe schon lange kein Schubladendenken mehr. Ich bin da bewusst und fortgeschritten und spirituell und überhaupt, ja? Und wenn du jetzt mal wirklich Bewusstsein draufschaltest, bemerkst du, Moment, advanced, spirituell, weiterentwickelt. Das sind alles Frames. Das sind auch alles kleine Schublädle, in denen du dich bereit bist hineinzusetzen. Also sei vorsichtig mit dem, dass du sagst, ich habe kein Schubladendenken. Es ist nur allzu menschlich, die Dinge in etwas einzuteilen und auch dich selbst in etwas einzuteilen. Und es geht jetzt auch überhaupt gar nicht darum, dass du das jetzt aufhören musst, sondern du sollst es zu deinem Vorteil nutzen. Das ist das, worum es geht. Es geht nicht darum, ein besser Mensch zu sein, was übrigens auch eine Schublade ist. Ja, so, ich bin advanced, ich bin fortgeschritten, ich bin besser, ich mache diese dummen Dinge nicht mehr. Ja, das ist ein Energiefeld, das kann auch nichts. Ja, sondern, ja, okay, ich denke in Schubladen, in Einteilungen, in Kategorien. Und jetzt nutze ich das zu meinem Vorteil. Denn die allermeisten Menschen, oder ich würde sagen so ziemlich alle Menschen, die kein Bewusstsein darauf schalten, nutzen das nämlich zu ihrem Nachteil. Und achte heute mal darauf, was du den ganzen lieben langen Tag über dich erzählst, welche Aussagen du triffst über dich selbst. Was bist du bereit mit deinem Zauberstab Stimme
zu realisieren, zu einer Wahrheit zu machen, indem du es immer wieder aussprichst. Was darf deinen Mund verlassen? Was erlaubst du, Realität zu werden, als Wort und Klang? Achte darauf, sei bewusst. Mir ist das ebenso aufgefallen. Ich habe nämlich so ein kleines Männle im Kopf, das klingelt dann immer, klinglingling, wenn mir etwas auffällt, ein Energiefeld, ein Wort, ein Klang, der nichts herstellt. Das fällt mir dann sofort auf, das habe ich schon immer, diese Fähigkeit. Und ich habe eben einen Post gelesen auf Facebook. Den genauen Wortlaut kann ich nicht mehr wiedergeben, aber es ging irgendwie darum, alleinerziehende Mutter zu sein. Ja, mag es so ein Inhalt gewesen sein wie, ich bin alleinerziehende Mutter und trotzdem erfolgreich, effektiv, gut organisiert und so weiter, ja? Irgend so etwas war das. Jedenfalls kam das Wort, ich bin alleinerziehende Mutter, darin vor. Und da klingelte das Männle in meinem Kopf, weil mir dann auffiel, Moment. Ich erzähle auch sehr, sehr oft über mich, dass ich alleinerziehende Mutter bin. Ich bin alleinerziehend und habe mein Business trotzdem aufgebaut. Ja, das ist natürlich eine tolle Aussage. Dafür kann ich mich anerkennen. Auf der einen Seite, ja. Auf der anderen Seite ist mir aufgefallen, Moment, möchte ich wirklich eine alleinerziehende Mutter sein? Ist es das, was ich von mir sagen möchte? Ist es das, was ich von mir behaupten möchte, dass ich das bin? Und jetzt schau mal auf dich. Was behauptest du von dir den lieben langen Tag? Was erzählst du über dich auch aus deiner Vergangenheit zum Beispiel? Ich hatte keinen Vater. Ich war immer die, die in der Schule gemobbt wurde. Ich habe immer nur Arbeitereltern gehabt, die waren arm. Ich habe eben keinen Führerschein. Ja? Ich habe halt kein Auto. Ich lebe halt in einer Gegend, wo viele Dinge nicht möglich sind. Und. Was erzählst du über dich? Den lieben langen Tag und was stellt dir das her? Bei mir ist wirklich jetzt gerade bewusst geworden, Moment, stimmt. Ich möchte keine alleinerziehende Mutter sein. Habe ich gar keine Lust drauf. Ich möchte eine Mutter sein, die auch Königin ist und die rundrum unterstützt ist. Ja? Die nicht benachteiligt ist, sondern privilegiert. Welche Benachteiligungsfelder bist du bereit zu nähren, weil du erzählst, wie benachteiligt du bist und in welchen Bereichen du ja benachteiligt bist? Und möchtest du das ab heute so weiterführen? Möchtest du diesen Feldern erlauben, weiter Macht über dich zu haben? Oder möchtest du das gerne anders haben? Dann beginne das über dich zu erzählen, was sein soll von dir. Und überlege dir, wie kann ich den Inhalt so ausdrücken, den ich jetzt gerne sagen möchte, dass er mir zum Vorteil gereicht? Denn du kannst alles zu deinem Vorteil nutzen. Und da kam mir jetzt der Gedanke in den Sinn, wow, bin ich privilegiert. Ich bin nicht alleinerziehend, ihr Lieben. Meine Kinder haben sogar zwei Väter. Wow. Wie großartig kann es sein? Und wie kannst du jetzt das Feld, das dich eigentlich benachteiligt hätte, jetzt so ausdrücken, dass es dich bevorteilt
Und wie kannst du ab heute nie wieder bereit sein, etwas zu deinem Nachteil auszusprechen? Sprich nie mehr zu deinem Nachteil. Frame dich nur noch zu deinem Vorteil. Durch und durch. Und jetzt geh mal in dieses Bewusstsein hinein. Lass es groß werden. Wenn du ab heute nur noch zu deinem Vorteil sprichst, wird das dein Leben größer machen. Wird das etwas wandeln, verändern in deinem Leben, wenn du nicht mehr bereit bist, Nachteile zu realisieren, indem du sie zu deiner Wahrheit machst. Und wenn dir zu irgendetwas der Vorteil wirklich nicht einfällt, dann geh in die Frage, wie kann ich das jetzt hier zu meinem Vorteil nutzen? Oder wie gereicht mir das hier jetzt zu meinem Vorteil? Und dann kommen die Impulse, die dir sagen, ach ja, das ist ja so und so positiv und es ist ja wegen dem und dem gut, ja. Und so ist mir das eben wirklich sofort eingefallen, weil ich es mittlerweile gewohnt bin, in Vorteilen zu denken. Was ist jetzt eigentlich an meiner Situation der Vorteil? Meine Kinder haben zwei Väter, ihren leiblichen Vater und ihren Adoptivpapa. Ja, also die haben sogar eine Auswahl. Wie toll ist das, wenn man da gleich mehrere hat, ja? Das muss ja gar nicht negativ sein. Ja, wer sagt denn das? Das ist eine Bewertung. Was, wenn es positiv ist? Also ich muss sagen, ich habe lieber zwei Väter als gar keinen. Ich finde das besser. Ja, was ist dir lieber? Ja, und so schau dir mal dein Leben an. In den ganzen Dingen, die du gerne anders hättest, wo kannst du das zu deinem Vorteil nutzen? Und wo ist da eigentlich der nicht gesehene Nutzen? Denn ein Geheimnis der Aurachirurgie: Wir kreieren immer zu unserem Vorteil. Immer in jedem einzelnen Fall. Du hast noch nie etwas zu deinem Nachteil kreiert. Du kreierst immer zum Vorteil. Es geht nur darum, den Nutzen zu finden. Und wenn du etwas, das in deinem Leben ist, wirklich partout nicht mehr haben willst, dann geh in die Frage, bin ich bereit, den dahinterliegenden Nutzen aufzugeben? Und dann kann es gehen. Ja, deswegen nutze Framing zu deinem Vorteil für dein großartiges Leben. Sprich ab heute nur noch bevorteilt von dir selbst und erlaube nicht mehr, über dich selbst irgendeinen Nachteil auszusprechen. Das ist eine Sünde, das sollen wir nicht tun. Wer möchte Sünder sein? Tu das ab heute nicht mehr, lass es sein. Du bist bevorteilt. Und du sprichst nichts anderes mehr aus, weil in deinem Leben ab heute nichts anderes mehr vorkommt. Ja. Und du kannst bevorteilte Astrologin sein. Starte mit uns am Montag in die große 7-monatige Ausbildung und lebe ein Traumleben von: Ich stehe morgens auf, wenn ich Lust habe, koche mir meinen leckeren Tee oder Kaffee, setze mich gemütlich an meinen Computer und erstelle Horoskope. Was für ein wundervolles Leben. Kein Wecker klingeln, kein Stress, keine nervigen Kollegen, keine belastenden Chefs, kein Fragen müssen, ob ich Urlaub haben darf, kein bespitzelt werden ringsrum von Leuten, die gucken, ob du auch arbeitest. Du bist frei und glücklich und machst etwas, was dir unfassbar Spaß macht. Und bei mir lernst du, wie das geht. Ja, sei dabei nächste Woche. Ja, und
Du kannst noch so viel mehr von mir haben. Ja, scroll mal die Gruppe runter. Mitte Dezember startet das Heilbrett. Das Heilbrett ist so großartig. Ich werde in den nächsten Lives noch mehr über das Heilbrett verraten. Das Heilbrett ist ein magisches Werkzeug, das du selbst herstellst, selbst baust. Und nein, du wirst in keinem alten Hexenbuch etwas über das Heilbrett finden, weil es, oh Überraschung, keine Bücher darüber gibt. Das Heilbrett ist bisher nur mündlich unterrichtet worden. Immer weiter, immer weiter, immer weiter. Da findest du keine Aufzeichnungen drüber. Ja, und du kannst jetzt bei mir das Heilbrett lernen. Wow, wie genial kann es sein? Eine Kreationsmaschine, die dir Sachen herstellt. Ja, das kannst du dir schon fast physisch vorstellen. Ja, das macht Katschum, wenn das anfängt zu arbeiten. Das ist absolut genial. Ja, melde dich bei mir und sei im Heilbrett dabei. Da baust du dir dein eigenes Heilbrett. Und dann hast du etwas, was im Hintergrund für dich magisch ist und dir Dinge herstellt, dass du das gar nicht mehr selbst machen musst. Herrlich. Habt einen gesegneten, verzauberten Donnerstag, ihr Lieben. Und denkt dran, frame nur noch zu deinem Vorteil.